Hallo und herzlich willkommen zu Kirby und der Regenbogenpinsel. Ich brauche nach Pikmin einfach noch mehr Knuffiges und da habe ich mir gedacht, Kirby ist doch mal was Gutes. Vor allem dieses Kirby-Spiel hier, denn das habe ich so gut wie gar nicht gespielt. Was allerdings ein bisschen kurios ist, denn ich habe den Vorgänger abgöttisch geliebt und war gefühlt der Einzige, der sich dann dementsprechend auf den Nachfolger gefreut hat. Aber ja, dann habe ich ihn mir gekauft und nun so gut wie nie gespielt. Also, gute Kaufentscheidung fällen kann ich. Jedenfalls, der Grund, warum wahrscheinlich ich einer der Einzigen war, die sich auf dieses Spiel gefreut haben, ist, dass es, gut für Kirby-Spiele ungewöhnlich ist, ist ein bisschen schwer ausgedrückt, wenn man bedenkt, wie vielseitig Kirby als Charakter schon eingesetzt wurde. Aber ich sag mal so, als erstes Wii U Kirby war den meisten sicherlich nicht so im Sinne, dass man den dann mit dem Touchscreen über regenbogenfarbene Bahnen lenkt. Genau das macht man nämlich hier in Kirby und der Regenbogenpinsel. Ähnlich wie bei dem Power-Malpinsel für den DS damals. Wird Kirby durch einfache Pinselstriche an solchen Bahnen entlang geführt. Er rollt im Prinzip von allein los, wenn ich ihn jetzt einfach mal so lasse. Oder auch nicht. Augenscheinlich ist er voll geworden. Ja. Ich kann aber, sagen wir mal, die Richtung ändern, indem ich ihm einfach so eine Wand vor die Füße setze. Oder wenn ich ihn halt so in Zeichenrichtung führe, dann rollt er auch entsprechend weiter. An solchen Konstrukten bleibt er dann übrigens auch hängen. Ich kann ihn antippen, dann fängt er an zu sprinten. Alles sehr simples Kontrollschema, aber eines, das zumindest auf dem DS für richtig, richtig tückische Geschicklichkeitspassagen gesorgt hat. Wir sehen auch hier, das Spiel ist definitiv so designt, dass man dann auch durch einfache Pinselstriche dann möglichst überall lang kommt. Und wie es sich für so einen Plattformer gehört, auch wenn er ungewöhnlicher ist, gibt es hier und da ein paar Secrets. Ich will hier übrigens keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit bezüglich der Geheimnisse dieses Spiels erheben. Das wird ein reiner, vergnüglicher Story-Durchlauf ohne irgendwelche Besonderheiten. Ich spiele das Spiel nämlich jetzt wirklich zum ersten Mal wirklich ausführlich dann. Bisher habe ich das, glaube ich, nur so bis Welt 4 oder 5 gespielt. Das heißt, ab da kommt dann wirklich so Zeug, von dem ich bislang noch gar keine Ahnung habe. Aber dann auf der anderen Seite ist mein letzter Spielversuch schon wieder so furchtbar lange her, dass ich wahrscheinlich das ganze Spiel schon wieder vergessen habe. Von daher macht das keinen Unterschied. Schauen wir einfach mal, was bei rumkommt, und ihr könnt euch hoffentlich darüber beömmeln, was für ein Mist ich hier verzapfe. So, wir haben 100 Sterne gesammelt, jetzt haben wir Power Kirby. Wir können also einmal festhalten und dann saust der im Affenzahn los. Na komm. Ja, man braucht schon ein bisschen Geschick, um das hier ordentlich hinzukriegen. Auch wenn das hier gerade erstmal so dieser Einstiegslevel ist, den man eigentlich dafür nutzt, um sich mit den Mechaniken vertraut zu machen. Uiuiuiui. Das hat ja fast schon Kirby-Pinball-Züge. Nein! Wahrscheinlich war da längst irgendwas. Wie immer. Vielleicht aber auch nicht.
Ups. Gewöhnt euch an solche Ups, würde ich sagen. Werden häufiger vorkommen. Solche Ups-Momente. So, von der Regenbogenenergie, die wir übrigens für den fürs Zeichnen von Linien brauchen, haben wir, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, nicht unendlich. Die Anzeige oben links lädt sich aber immer so ein bisschen schrittweise auf. So, jetzt müssen wir nur mal. Gucken, dass wir eigentlich Sternenergie kriegen. Weil, wie ihr seht, ich kann hier nichts zeichnen. Aber auf der anderen Seite, diese Konstruktion hier deutet schon darauf hin. Wenn ich hier diesen Sternensprint hinlegen würde. So. Dann müsste ich da eigentlich problemlos hoch können. So. Deutlich besser. Trotzdem habe ich es vergeigt. Typisch. Ja, Gut, dann nicht. Da hätte ich jetzt das Ganze wahrscheinlich ein bisschen genauer lenken müssen, um Kirby da wirklich überall ranzukriegen. So ein Stichwort Herausforderung. Neun! 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 Oh komm! Na geht doch. So, die Sternenergie respawnt natürlich nicht. Das wäre auch zu viel verlangt. Irgendwo muss ja dann der Wiederspielwert reinkommen, nicht? Plop. Ich muss sagen, die Animationen sind schon wirklich herzallerliebst. Die haben auch diesen Knetgummi-Stil wirklich sehr gut getroffen. Jetzt hätten wir die Sternenergie wieder. Jetzt muss ich vielleicht mal schauen, ob ich da doch nochmal rüberkomme. Und mich dieses Mal vielleicht nicht ganz so bescheuert anstelle. Guter Anfang. Ah, fast. Na, hier gibt es aber noch Sternenergie. Vielleicht reicht die. Komm, drei noch. Du bist drei wert. Komm. Du bist sicherlich drei wert. Jawohl. Kirby? So, und was hat uns das jetzt gebracht? Das gute Gefühl, etwas kaputt zu machen. Okay. Dann aber jetzt weiter im Abenteuertext. Nee, rein da.
Okay, ist nur ein extra Leben. Ich dachte schon, das wäre was Wichtiges da drin. Auf ein extra Leben kann ich gerne verzichten. Jetzt können wir uns unser Bonus aussuchen, hm? Dann nehmen wir mal das Büchlein. Du hast eine Figur erhalten, kann man natürlich auch sagen. Also, wir haben ein paar erhalten. Ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich für alle einzeln angezeigt. Ich habe nur zu spät hingeschaut. Aber was haben wir hier? Mein neuer Freund. Oh, das ist aber süß. In der Figurensammlung können wir auch noch mal ganz kurz reinschauen. Da können wir uns die Charaktermodelle ganz genau anschauen. Und dann haben wir natürlich das Musikzimmer hier. Aber gut. Nicht Tagebuch. Da machen wir gerade schon. Wir wollen jetzt weiter. Das ist ein ziemlich großer Baum. Was haben wir uns da noch eingebrockt? Wahrscheinlich habe ich gerade schon wieder ein Geheimnis übersehen. C'est la vie. Schon wieder? Also um Geheimnisse ignorieren bin ich einsame Spitze. Immerhin haben sie für diesen Aufstieg daran gedacht, freundliche Farbpötter aufzustellen. Die dann die Regenbogenenergie sofort wieder herstellen. Die wird nämlich definitiv gebraucht in diesem Aufstieg. Großartig von mir versemmelt. Wie immer. So, natürlich, wie auch gerade demonstriert, können die Regenbogenpinselkraft dazu genutzt werden, um gegnerische Attacken auch abzuwehren. Genauer gesagt, solche Projektilangriffe, die dann einfach da hängen bleiben. Es ist alles ein furchtbar simpel erscheinendes Spielprinzip, aber da steckt doch schon einiges an Tiefgang hinter und das macht auch immer noch viel Spaß. Ich muss auch sagen, damals, als ich den DS-Teil gekauft habe, da habe ich eigentlich eher so etwas befürchtet nach der Marke im Stile von Yoshi Touch and Go, was ja halt mehr so eine mittelmäßige Tech-Demo war für den DS-Touchscreen. Aber dann war ich da positiv überrascht, was dann alles für Ideenreichtum, Kreativität und vor allem auch Herausforderungen in Kirby Power Mal Pinsel steckte. Und das ist dann auch wirklich bleiben in meinen Erinnerungen hängen geblieben. Das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Deswegen ich mich dann halt auch entsprechend auf den Regenbogenpinsel gefreut habe. Nur um das Spiel dann letzten Endes so gut wie nicht zu spielen. Kann mein Bruder, glaube ich, bezeugen, meine Kaufentscheidungen sind manchmal nicht nachvollziehbar. So, dem Ärmel ist nichts. Au! Die pinke Kugel ist keine Flipperkugel.
Das ist immer noch das falsche Spiel dafür. Wenn ich übrigens schon die ganze Zeit so vom DS-Spiel schwärme und so weiter, warum nicht den DS-Vorgänger erstmal spielen und zeigen, bevor ich dann zum Nachfolger auf der Wii U gehe? Ganz einfach, den Vorgänger auf dem DS, den habe ich halt auch nur auf dem DS und bisher noch nicht auf der Wii U gekauft, wo ich ihn aufnehmen könnte. Und den Nachfolger habe ich halt schon für die Wii U und von daher war das halt der naheliegendere Start für mich. Außerdem habe ich mir gedacht, dieses Let's Play ist eine gute Gelegenheit, um das Spiel endlich mal ausführlich zu spielen und vielleicht auch mal durchzuspielen. Wobei ich ausführlich hier für meine Verhältnisse definieren möchte, also nicht so wirklich jedes Geheimnis und jeden Stein einzeln umgedreht, sondern wirklich nur zu meiner Zufriedenstellung einmal bis zum Abspann durch. So, das war gar keine Herausforderung. Sieht groß und böse aus, kann aber nichts. Irgendwie erwarte ich bei diesen Türen immer noch so ein Go. Deswegen gehe ich da auch immer so erst verspätet los. Naja. Nein! Es kommt davon, wenn man einfach voreilig auf die Taste drückt, verpasst man eine Truhe. Naja. Ich habe ja schon gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit und so. Nicht, dass ich das jetzt beabsichtigt hätte. Also mein Anspruch auf Vollständigkeit läuft dann wahrscheinlich so wie bei dem Sonic Forces Let's Play vom letzten Jahr. Ich nehme mit, was ich kriegen kann und wenn ich sehe, dass ich es kriegen kann, aber ich habe es noch nicht, dann bestehe ich mit aller Macht darauf, dass ich es kriege und so. Sprich, das ganze Konzept macht keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn, denn etwas kann nicht Sinn machen. Ha! Ja, ich versuche das immer so intern zu korrigieren, aber hin und wieder schlüpft das nochmal durch. Nicht, dass ich mich besonders eloquent ausdrücke, ich plaudere hier auch im Prinzip nur ein bisschen planlos vor mich hin. Au. Beinahe hätte ich nochmal drauf gedrückt. Hab's dann aber zum Glück gelassen. Oh, ist das nicht nett. Ein kleiner Sternenregen für mich. Oh, ein Puzzleteil. Noch mehr Puzzleteile. Und daraus geworden ist eine Truhe. Yeah! Ja, wo wir die eine Truhe übersehen haben, weiß ich ja schon. Brauchst du mir nicht reinreiben, Spiel. Und plötzlich Kirby Pachinko. Na gut, dann wollen wir den Level mal beenden, würde ich sagen.
Wow. Ganz schön hoch hier. So, wieder einmal auf die Tagebuchseite aus. Die scheint nämlich das Interessanteste von den Extras hier zu sein. Jupp, das ist wirklich jedes Mal. Gut. Dann schauen wir mal ganz kurz nochmal in die Sammlung rein. So, erstmal die Tagebuchseite, die neue. Das sind lebenswichtige Informationen, merke ich. Das hat sich definitiv gelohnt, da mal reinzuschauen. Ist doch auch ein schönes Leben. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal einen kurzen Schnitt und gehen im nächsten Teil dann die zweite Hälfte der ersten Welt an. Vielen Dank fürs Zusehen und man sieht sich.